Das war mal ein Paukenschlag. Die SPD schaltet nicht mit Gabriel, sondern mit Schulz in den Wahlkampfmodus. Was bedeutet der Machtwechsel für die Partei? Viele Fragen und diese Themen heute in Deutschland. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Lange hat Gabriel gezögert, nun macht er den Weg frei. Der ehemalige EU-Parlamentschef Schulz wird Parteichef und Kanzlerkandidat. Gabriel Außenminister und Brigitte Zypries übernimmt das Wirtschaftsressort. Auf einer Sondersitzung präsentierte sich der neue Hoffnungsträger der SPD, soeben der Bundestagsfraktion. Im Wahlkampf will Schulz vor allem auf das Thema soziale Gerechtigkeit setzen. Wolf Schmiese. Ja, Lars Bonsack in Berlin. Die Latte für Martin Schulz liegt hoch. Was wird von dem neuen Kanzlerkandidaten denn nun erwartet? Muss Martin Schulz liefern. Lars Bonsack, vielen Dank für diese Einschätzung. Die Bundesanwaltschaft hat am Morgen eine groß angelegte Razzia gegen Rechtsextremisten durchführen lassen. Hätte das Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt verhindert werden können? Seit gut einem Monat bestimmt der Terroranschlag die politische Debatte in Nordrhein-Westfalen. Der Attentäter Anis Amri hatte zeitweise in dem Bundesland gelebt und dort Asyl beantragt. NRW hatte ihn als Gefährder eingestuft. Doch warum wurde Amris nicht abgeschoben? Heute ist der Fall Thema im Landtag von NRW. Peter Böhmer berichtet. Das Kabinett hat heute im zweiten Anlauf grünes Licht für die Pkw-Maut gegeben. Verkehrsminister Dobrindts Version 2.0 sieht nunmehr Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland sowie Steuererleichterungen für inländische Halter von umweltfreundlichen Autos vor. Doch kurz vor dem Ziel reißt nun Österreich das Stoppschild hoch. Zusammen mit weiteren Nachbarländern will Wien sich gegen die deutsche Pkw-Maut wehren. Auch in Deutschland selbst formiert sich Widerstand, wie im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Henna Hebestreit. Über das Wo hatte man sich eigentlich geeinigt. Über das Wie wird nun erneut gestritten. Und zwar heftig. Grundstein des Anstoßes, der geplante Bau einer Moschee in Erfurt. Nach langem Hin und Her hatte die Stadt eine Errichtung im Ortsteil Marbach genehmigt. Viele Anwohner fühlen sich jedoch übergangen und reichten eine Petition gegen die Moschee ein. Ihr Vorschlag zur Güte, wie sie es nannten, wenn schon ein islamisches Gotteshaus, dann bitte ohne Minarett und Kuppel. Bei der Anhörung gestern Abend im Landtag war ordentlich was los. Johanna Kiesler. Wissen Sie ungefähr, was ein Liter Vollmilch derzeit kostet? Im Discounter so um die 65 Cent. Da kann der Verbraucher nicht meckern. Viele Landwirte hingegen schon. Denn das Geschäft mit der Milch ist knallhart. Wer mithalten will, muss seine Turbo-Kühe auf Hochleistung trimmen. Die Menge soll stets maximiert werden. Weltweit werden neue Märkte erschlossen. Für Tierschutz und nachhaltige Landwirtschaft ist da oft kein Platz. Viele Milchbauern können mit den Dumpingpreisen nicht mehr mithalten und geben auf. Katharina Schickling. Und die ganze Zoom-Dokumentation Der Irrsinn mit der Milch. Global, billig, ruinös sehen Sie heute Abend um 22.45 Uhr hier im ZDF. Es ist kalt, eisekalt in Deutschland. Bei knackigen Minustemperaturen sind derzeit viele Flüsse zugefroren. Viel Spaß nun bei der Küchenschlacht. Heute Nachrichten wieder hier um 15 Uhr und wann immer Sie wollen auf heute.de. Ihnen noch einen schönen Tag heute in Deutschland.